Guten Abend. Was genau versteht man unter EOM? Wie kam es zu dieser Idee, dieses Projekt? EOM heißt Europe on the Move und ist Teil eines Comenius-Projektes. Speziell hier bei dieser Luxemburg-Konferenz geht es im Besonderen um Migration, deswegen der Name Europe on the Move. Und es geht speziell um Migration innerhalb Europas. Und wie kam es zu der Idee dieses Projektes? Wie gesagt, es ist ein Comenius-Projekt, das auf 2 Jahre angelegt ist. Und innerhalb dieses Projektes haben wir 4 Schwerpunkte. Ein Schwerpunkt davon ist Migration. Und dieses Thema wollten wir hier in Luxemburg behandeln. Und das Steering Committee der Gruppe Education Without Frontiers, dem 19 Schulen in 18 europäischen Ländern angehören, kam zu dem Entschluss, Migration dieses Mal zu einem der Schlüsselthemen zu machen. Wieso wurde Luxemburg ausgewählt? Luxemburg wurde ganz einfach deswegen ausgewählt, weil die Schule Michel Rodange sich dafür gemeldet hat und der Leiter der Schule, Herr Hemmer, bereit war, diese Konferenz zu organisieren. Wie geht es nach diesem Abend weiter? Sind weitere Projekte in der Planung, entweder im Ausland oder sogar wieder in Luxemburg? Es sind weitere Projekte in Planung. Die nächste Konferenz findet im November 2014 in Kopenhagen statt. Hier wird es um Entrepreneurship für junge Menschen gehen. Inwieweit Entrepreneurship bereits Teil des Stundenplanes geworden ist an den Schulen. Und hier geht es um einen Austausch von Best Practices zwischen den Ländern. Den Abschluss des Comenius-Projektes bildet dann die Konferenz in Zaragoza in Spanien, wo es darum geht, darüber zu sprechen, wie man mit Schülern, die einen etwas schwierigeren sozialen Hintergrund haben, wie man mit denen in Schulen umgeht. Das ist Teil des Gesamtprogrammes. Vielen Dank. Gerne.